Also bauen wir hier nochmal ein paar so Häuser. Mittlere Dichte Reihenhäuser machen sich auch immer gut eigentlich, die Dinger. Hier könnte ich nochmal einen Fußweg durchbauen. Der wird ja verkehrstechnisch Gott sei Dank auch nicht genutzt. Also autoverkehrstechnisch, das ist vielleicht etwas breit. Haben wir hier zwar wieder Kreuzungen drin, aber naja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viel Unterschied macht, ob da jetzt Kreuzungen drin sind oder nicht. Ich glaube nicht, dass das so viel Unterschied macht, ehrlich gesagt. Dann entsteht ja auch langsam ein Stadtkern, der sich ausbreitet praktisch. Natürlich kann man jetzt eine Innenstadt bauen, die so amerikanische Hochhauswüste bildet, aber das ist auch nicht so unbedingt der Sinn der Sache. Weil wie gesagt, die Stadt soll ja natürlich wirken, irgendwie. Ich muss jetzt nur mal schauen, wie schaut es mit dem Verkehr aus. Der Verkehr hier hinten ist tatsächlich, habe ich das, den Eindruck, weniger geworden. Hier können ja eigentlich keine Autos fahren, warum auch immer hier eine Straße, das als Straße gezeichnet wird hier beim Verkehr. Naja, der Tram-Traffic hier hinter läuft ja auch noch ganz gut. Warum fährt er eigentlich nicht zurück? Kann doch zurückfahren, oder? Hä? Kann ich dir nicht sagen, dass er zurückfahren soll? Moment, das will ich jetzt mal wissen. Oder ich mache einfach eine zweite Linie, die zurückfährt. Wäre natürlich auch eine Sache. Da muss ich aber hinten hin. Die Small Tramline. Machen wir hier einfach eine Linie, die zurückfährt noch. Weil das muss doch in einer Linie gehen, oder? Ich probiere das mal. Einfach die Tramline mal kurz löschen. Und versuchen, ob das geht. Dass ich da auch wieder zurückkomme. Nope, okay. Also muss ich die praktisch, muss ich da zwei Linien draus machen. Naja. Jetzt haben wir hier zumindest eine Rücklinie auch. Ist ja auch schon mal was. Gut, dass er das zumindest gleich auf eine Mini-Tram setzt. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Dann muss ich das nicht selber machen. Gut, können wir eigentlich was handeln momentan? Also was verkaufen für unsere Bilanz? Qualifizierte Arbeiter, ja. Und Führungskräfte. Und Strom. Immer noch. Und Tourismus. Machen wir doch mal. Wasser brauchen wir langsam auch wieder. Jetzt habe ich ja eigentlich genügend Geld, dass ich mich darum mal kümmern kann. Um Wasser. Wir haben ja ein Wasserreservoir, aber das ist natürlich extrem teuer. In diesem Industriegebiet hinten kann man doch noch ein bisschen Wasser bereitstellen, oder? Ich weiß nur noch nicht, wie ich das machen soll, ohne dass ich mich hier dumm und dapper zahle, sozusagen. Ach, ich habe eh kein Wasser, aber hier. Baue ich mal hinten noch eine Wasserpumpe, dann sollte ja das Wasser auch... Ja, das ist natürlich jetzt extrem... Alter, warum ist das so teuer? 20.000, das kann ja nicht sein. Aber die brauche ich auch, die Wasserpumpe. Denn sonst wird uns hier das Wasser bald ausgehen, fürchte ich. Warum ist ein... Ja, jetzt haben wir 5 Wasser, das kann ich ja auch verkaufen, bis ich das brauche. Aber ich glaube eher weniger, dass wir das so schnell brauchen werden, 5 Wasser. Deswegen verkaufe ich das lieber und nehme dadurch noch mehr Geld ein. Ja, jetzt sind wir wieder bei der alten Bilanz, also lohnt sich ja doch das Ding, ne? Lohnt sich ja dann doch. Schwerindustrie und Abfallverwertung brauchen wir. Aber hinten will ich gar nicht mehr Industrie bauen eigentlich. Weil sich das natürlich dann auch auf die Umweltverschmutzung auswirkt hier. Och, das sind jetzt zweimal die gleichen Firmen. Naja. Macht nichts. Ist Schicksal hier in diesem Fall. Okay, dann mehr will ich aber hier nicht bauen. Weil sonst, wie gesagt, Verschmutzung und so. Deswegen würde ich auch hier gerne noch ein bisschen Wald bauen. Damit sich das... Ich weiß gar nicht, ob sich der Wald hier in dem Spiel auf Verschmutzung auswirkt. Ich glaube schon. Zumindest auf die Lebensqualität wirkt das sich aus. Ob er die Verschmutzung reduziert, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube aber schon, wie gesagt. Ist hier eigentlich... Moment, ich will mal was probieren. Hier ist sogar Nutzland. Das heißt, wir könnten hier theoretisch ein paar Bauernhöfe reinbauen. Wobei das, glaube ich, auch nicht so unbedingt Sinn macht, oder? Könnte ich aber mal machen. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Wenn wir hier ein paar Bauernhöfe reinklatschen... Ja, Feld zu klein ist natürlich jetzt auch klar. Das muss dann halt auch irgendwie hier...
Es werden auf jeden Fall nicht viele Bauernhöfe werden, das kann ich jetzt schon sagen. Aber vielleicht könnten wir ja da mal so zwei so Farmen reinbauen noch. Diese Stadt ist ja sowieso recht, also was Agrarding betrifft, ja eigentlich recht gut ausgestattet, also sollten wir das auch nutzen. Hier hinten kommt da nichts mehr hin, das passt schon. Jetzt muss ich nur irgendwie schauen, wie ich diese Straße überhaupt verbinden soll. Das ist ja auch noch so ein Problem. Ich kann ja mal hier die Straße an der Autobahn lang führen und dann praktisch hier ran. Ist zwar dann jetzt schon wieder eine Kreuzung hier drin, aber das macht ja auch nicht unmittelbar was. Hier kann ich ran und dann ist halt hier diese Straße im Weg. Aber das macht nichts, da lasse ich jetzt auch frei. Das passt dann schon so. Wobei hier zwischen Autobahn und den zwei Farmen hier noch ein bisschen so eine Baumreihe hin kann. Also hier so in der Gegend. Und hier lasse ich dann frei, das passt dann schon. Habe ich hier praktisch auch nochmal das Gebiet ein bisschen genutzt. Als Stadteingang sozusagen, weil es geht ja hier dann direkt in die Stadt rein bei dem Bauernhof. Und bei dem, ja, ist ja die Haupteinfahrtstraße hier. Mir geht es dann in die Innenstadt rein sozusagen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. 78.000 Einwohner haben wir schon. Was haben wir denn jetzt? Haben wir irgendwas Dringendes? Qualifizierte Arbeit, da haben wir zu viel, die exportieren wir aber auch. Business Hotels bräuchten wir ein paar. Ach, wahrscheinlich hier hinten bei dem Neubaugebiet hier, ne? Bei dem Gewerbegebiet, bräuchten wir vermutlich auch ein paar Business Hotels. Deswegen baue ich die auch mal kurz. Business haben wir hier. Ein Designerhotel will ich eigentlich nicht. Nein, kein Eichamt. Weg damit. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt funktioniert, aber trotzdem. Ich will ja eigentlich so ein Luxushotel haben. Ach, das ist auch so groß. Baue ich halt hier innen rein mal so ein kleines Motel. Das soll ja auch reichen eigentlich. Aber ich hätte halt hier schon gern dann so ein Designer-Hotel. Hotel. Hotel California, ne? Oder ich baue es hier an die Straße direkt. Kann ich auch machen eigentlich. Steht halt hier an der Hauptstraße direkt so ein Hotel. Macht aber nichts. Passt ja dann schon. Okay, jetzt muss ich, wie gesagt, langsam bald eine Aufnahmepause machen. 7 Minuten läuft die Folge noch. Dann muss ich tatsächlich mal eine Aufnahmepause machen, sonst glaube ich, kackt das Spiel komplett ab. So, jetzt haben wir hier noch ein Hotel außerhalb. Steht ein bisschen einsam da jetzt, das Hotel. Es macht ja eigentlich auch nichts. Ja gut, es ist ja eigentlich fast am Eingang der Innenstadt. Das passt dann schon. Business Hotels sollten jetzt also wieder ein bisschen ausgeglichener sein. Ja, passt, läuft. Einzelhandel haben wir immer noch zu viel. Warum ist hier eigentlich Public Transport? Das ist doch Schwachsinn, sowas. Naja. Okay, die Linien werden genutzt. Das ist gut. Buslinien werden auch genutzt und reduzieren uns den Traffic hier auf den Straßen natürlich um einiges. Wir müssten ja dann auch eigentlich ein paar Busse fahren. Kann ich euch ja mal zeigen, wenn es denn geht. Ich fahre mal in die neuen Stadtbezirke. Da müssten ja dann so kleine Minibusse rumfahren, theoretisch. Also theoretisch, wie gesagt. Was natürlich jetzt wieder nicht der Fall ist. Ach, ich fahre am besten mal auf die äußere Linie. Da ist, glaube ich, mehr los in der Beziehung. Also hier schon mal nicht. Ach, da ist ein kleiner Bus, seht ihr? Das ist einer von den kleineren Bussen. Die großen müssten ja dann... Aber da müssten ja eigentlich auch große rumfahren dann, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe... Ach, die Autobahn wird benutzt. Guck mal an. Da fahren Autos. Hauptsächlich natürlich... Na, cool. Ich find's cool, dass die Autobahn jetzt auch benutzt wird. Wenn auch wahrscheinlich sehr schwach, aber... Immerhin wird sie benutzt. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Die Frage ist jetzt, wo wir so einen großen Bus mal finden könnten. Ach, hier fährt einer. Guck mal an. Das ist einer auf der Industrielinie. Wie sieht es denn jetzt hier im Verkehr und auf der Autobahn aus? Ist immer noch komplett grün. Ja, ist halt nicht so viel Verkehr, ne? Kann man hier vielleicht mal sehen, wie die abfahren, ob das funktioniert? Ob die dann auch wirklich so abfahren, wie sich das gehört? Hier fährt auf jeden Fall schon mal ein LKW rum. Jetzt ist er verschwunden. Okay. Scheint also nicht so gut zu funktionieren mit den Abfahrten hier. Ist also wahrscheinlich trotzdem bloß Deko. Aber die Routen sind ja trotzdem da. Sie können ja auch genutzt werden, theoretisch.
Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das dann schon genutzt wird auch. Was ist denn mit der Reisezufriedenheit? Alter, wie viele arbeitslose Bürger haben wir denn bitte? Was zur Hölle? Das kann ja gar nicht sein. Aber verkehrssystemtechnisch sieht es auf jeden Fall sehr gut aus jetzt. Hinten die Straßen sind jetzt auch alle grün. Vermutlich, weil die dann doch diese Möglichkeit dieses Tram-Transports hier nutzen. Sieht man da jetzt auch Trams, wenn die schon mal genutzt werden. Da ist eine. Können wir mal folgen. Ist auch cool, dass das Model muss ja alles erstellt werden. Das ist ja alles nicht im Spiel drin. Also Respekt an die Modder, dass das dann auch noch funktioniert mit diesen Tram-Linien. Finde ich ganz gut. Wahrscheinlich wird da einfach das gleiche System wie bei den Buslinien benutzt werden. Und dann einfach nur hier auf diese Trams umgeschrieben. Ich glaube auch nicht, dass die an den Kreuzungen dann tatsächlich rumfahren. Oh doch, tun sie ja tatsächlich. Cool. Die wird jetzt einfach nur hier halten praktisch. Und dann verschwinden ja. Im Industriegebiet. Aber das passt schon so. Die Tramlinien könnte man theoretisch auch durch die Stadt führen, aber ganz ehrlich, da müsste ich die halbe Stadt umbauen dafür. Insofern lasse ich das lieber. Okay. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich momentan machen soll. Bin ich ganz ehrlich jetzt. Ich schiebe erstmal mein Mikrofon weg, hat man jetzt wahrscheinlich gehört. Was haben wir denn eigentlich an Sehenswürdigkeiten, die man mal bauen könnte? Ein Hollywood-Schriftzug eher weniger. Ach, das sind diese Dinger hier, die sich dann an die Straßen platzieren lassen. In der Theorie zumindest. Hier jetzt eher weniger. Ach, hier geht's tatsächlich. Cool. Ach, hier geht's. Hier geht es also tatsächlich mit diesen Gebäuden. Kann ich mal probieren, wie das aussehen würde. Wenn ich hier eine Lärmschutzwand baue praktisch. Ist ja dann doch auch irgendwo realistisch, ne? Dass hier eine Lärmschutzwand rumgammelt. Weil es ist ja hier ein Wohngebiet, da baut man dann üblicherweise nicht direkt eine Autobahn vor die Nase. Ich habe da natürlich kein Problem mit, das zu machen. Aber da muss zumindest eine Lärmschutzwand hin. Auch wenn sie jetzt nicht hundertprozentig genau funktioniert, aber naja. Was kann man erwarten, ne? So, das müsste reichen von der Lärmschutzwand her. Dann kann ich theoretisch hier die weiterbauen, aber das bringt auch nicht unbedingt was. Gibt es ja auch in längerer Variante. Eine Doppelvariante. Kann ich auch hier theoretisch noch bauen, ne? Die Lärmschutzwände. Komm, das machen wir mal. Ne? Haben wir ja Zeit. Oder? Habt ihr ja auch Zeit. Jetzt können wir ja die doppelten nutzen, dann geht es ja schneller. Die habe ich gerade gar nicht gesehen, deswegen habe ich die nicht genutzt. Dann bauen wir doch mal hier ein paar Lärmschutzwände. Weil es muss ja auch irgendwann davon ein bisschen realistisch wirken, die Stadt. Da muss sowas natürlich auch sein. Sonst würde ich mir die Mühe ja auch nie machen. Wenn ich keine irgendwie halbwegs authentisch wirkende Stadt bauen möchte. Klar kann man das alles hinklatschen und dann passt schon so ungefähr. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja irgendwas schaffen hier. Gott, die brauchen Bewohner, die Teile. Oder Angestellte, das ist ja ganz komisch. Was brauchen die denn an Angestellten? Ungelernte, qualifizierte Arbeitskräfte, was zur Hölle? Wieso brauchen die Arbeiter? Das ist eine Lärmschutzwand. Naja, ich weiß nicht warum. Aber ist so. Vielleicht wird dadurch auch der Verkehr auf der Autobahn gesteigert, wenn die hier alle hinfahren müssen, weil ich glaube nicht, dass die anderweitig hier hinkommen. So, hier ist dann Schluss, hier ist die Ausfahrt. Haben wir hier eine kleine... Kleines Gut. Eine kleine Lärmschutzwand. Ich schaue da schon nochmal durch die Dinger durch, die Sehenswürdigkeiten, keine Sorge. Aber ich glaube, ich mache auch erstmal eine Aufnahmepause. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Erstmal die Bäume wieder hierhin platzieren. Weiß jetzt gar nicht, was ich gerade eigentlich sagen wollte. So. Jetzt haben wir hier praktisch Bäume, eine Lärmschutzwand und dann passt es. Die hier ragen zwar jetzt ein bisschen da durch, aber das macht auch nichts. Hier praktisch an der Seite sieht man jetzt die Stadt nicht mehr. Und die haben hier
eine schöne Lärmschutzwand. Da wäre ich auch sehr dankbar für, wenn ich hier wohnen würde, für eine Lärmschutzwand. Hier könnten wir das auch noch machen an dieser Seite. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Obwohl, ich kann eigentlich noch weiterspielen. Ich brauche sowieso einen Haufen Folgen.